Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um Besiege oder Besiege oder wie man das auch immer aussprechen sollte. Kamen die letzten Tage auf Steam auf im Early Access. Bei Steam für 6,99 €, bei Humble Bumble für 6,99 $. Und bei Humble Bumble DM Free. In der Alpha-Version 0.02, also schmutzigste, tiefste Alpha, muss dafür aber sagen, es läuft stabil. Also ich habe selten ein Spiel in der Versionsnummer gesehen, das so stabil läuft und zumindest ansatzweise Content hat. Also wirklich Hut ab, wenn die Entwicklung so weiter fortschreitet wie jetzt. Dann wird das wahrscheinlich ein recht interessantes Spiel werden später. Aber ohne um den heißen Brei zu reden, es ist ein Simulationsspiel auf Basis von Physik und Medieval Zerstörungsmaschinen, Kriegsmaschinerie. Im Moment gibt es ja eine Insel, die man besuchen kann, hier Epsilon. Mit 15 Levels oder Zonen, wie sie hier genannt werden. Ich gehe mal davon aus, dass das auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade sind. Hier zum Beispiel Soldaten, Bogenschützen, Mauern und etc. etc. Auf jeden Fall alles frei scrollbar, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und ohne jetzt hier viel zu erzählen, gehen wir mal einfach mal in die Zone 1. Dann kriegt man eigentlich das richtige Spiel mit. Ja, es geht sich halt grundsätzlich immer darum, diese Objekte zu zerstören, dorthin zu fahren oder sonst irgendwelche Schandtaten mit ihnen zu tun. Man hat immer dieses ja, Viereck, in dem man halt seine Maschine frei bauen kann. Es gibt noch keine Beschränkung, was die Größe, ja gut, das Viereck halt, aber ansonsten keine Beschränkung, was Größe angeht. Und Gewicht ist dann ja nur der Physik unterlegen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es vielleicht später einen wirklichen Story-Mode gibt, wo man halt, wie zum Beispiel bei Kerbal Space Program oder sonstige Pendants, erst Sachen dazu kaufen muss oder produzieren muss oder so. Das ist, wie gesagt, steht noch vollkommen in den Sternen. Es ist eine Alpha und man baut einfach nur Maschinen. Ganz wichtig. Tödliche Maschinen. So, dann wollen wir einfach mal so ein Ding zusammenschustern. Also ich habe hier oben und unten meine beiden Leiste, also meine Menüs. Oben eigentlich das grundsätzliche, Informationen zur Maschine, Rotation der Maschine vom Startpunkt her und so weiter und so fort. Auch löschen der Maschine, Speichern, Zeit, Einstellungen, etc. etc. So rum. Unten habe ich eine Vielzahl von Möglichkeiten, meine Maschine zusammenzubauen, also Blöcke, ähnlich wie jetzt Minecraft oder Space Engineers. Von Panzerungen über Waffen, da habe ich einen Flamethrower, ich habe eine Kanone, irgendeine Zirkularsäge. Man kann wirklich kranken Scheiß damit bauen. Ich habe es schon ausprobiert. Man hat Räder, man kann auch für Leute, die sich für Katapulte so interessieren, die kann man auch damit bauen. Also Klappmechanismen mit Feder gelagert, Kolben, also Pistons. Und so weiter, das ist eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber für das Review jetzt einfach mal eine Otto-Normalmaschine. Ich möchte jetzt hier nicht stundenlang verbringen, da was rumzubasteln. Das Bauen an sich ist eigentlich recht einfach. Man wählt das Ding aus, setzt das irgendwo hin, wo man es haben will. Mausklick und der Block oder die Blöcke erscheinen. Gelöscht werden die Blöcke mit der Taste X und ich kann sie auch rotieren mit R, wenn mal ein Block nicht passt. Das wird man spätestens gleich bei den Reifen sehen. Kann man halt die in die richtige Richtung positionieren. Man hat ja auch, also, wie heißen die hier?
Brace, also Struts, würde ich dazu eher sagen, der ganzen Sache noch ein bisschen Stabilität zu verleihen. Das ist vielleicht bei größeren Maschinen wichtig, die einen ziemlichen Masseschwerpunkt woanders haben als in der Mitte. Aber wie gesagt, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, wir wollen einfach mal hier so ein Steering Wheel machen. Nee, das ist natürlich jetzt doof. Ich möchte ja rechts, links fahren. So, rechts, links. Und die hinteren Räder mache ich einfach fest dran. So, die Räder da dran. Eins, zwei. So, jetzt kann ich die Sache schon ausprobieren. Hier auf diesem Pfeil und mit den Pfeiltasten. Und jetzt merke ich gerade, dass die Räder in der falschen Richtung stehen. Ich lenke jetzt quasi nach links und ich wollte nach rechts. Naja, ist egal. Mit den Pfeiltasten bewegt man halt die Maschine und kann, wenn man halt diese Steering Wheels eingebaut hat, halt auch die Boule steuern. Aber dann mache ich das nochmal richtig hier. Das muss nämlich andersrum rotiert werden. Und die machen wir auch mal weg. Und die auch. Und nehmen dann hier so rum. So rum müsste es richtig sein. So. Wieder Reifen dran. Und machen wir. Es gibt leider keinen Symmetriemodus. Das heißt, alle, die Space Engineers vielleicht auch spielen, das ist natürlich super, der Symmetriemodus. Aber hier gibt es leider keinen, deshalb muss man halt ein bisschen überlegen, aber kriegt man hin. So, man hat jetzt, wie gesagt, diese Möglichkeiten hier dran, Waffen dran zu montieren. Zum Beispiel mache ich jetzt einfach mal hier einen Flamethrower. So, nach vorne gerichtet. Ne, Flamethrower. Einmalige Benutzung, genauso wie die Kanone, kann man auch nur einmal benutzen. Metal Spikes dran. Und weil es so schön war, auch noch so eine, also eine rotierende Säge. Kann eigentlich nicht schaden. Tja. Machen wir das so. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein, um das mal zu zeigen. Ich möchte jetzt. Ihr könnt mir zwar Einfallslosigkeit vorwerfen. Ach, was soll's, hinten drauf auch noch ein paar Sägen. Passt schon. So, das ist jetzt meine mittelalterliche Eroberungsmaschine, womit ich dann dieses äußerst gut bewachte und bewaffnete Bauernhaus angreifen werde. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier meine Maschine auf Grund zu setzen. Wenn ich das nicht tue, fällt sie halt, wie man sieht, von oben runter. Kann bei schwereren Maschinen natürlich dazu führen, dass sie schon von Anfang auseinanderbrechen. Deshalb kann man die auf Ground setzen oder man kann halt die Translate Machine nochmal separat rechts, links, beziehungsweise den Startmode in Grad angegeben einstellen. So, lassen wir es aber einfach mal so. Und ja, dann wollen wir uns mal gegen dieses schwer bewachte Bauernhaus zur Wehr setzen. Jetzt geht meine Lenkung auch richtig. Man kann diese netten kleinen Menschen und Tiere auf brutalste Weise niederstrecken, wenn man denn Lust hat, oder man beschränkt sich halt nur auf die Gebäude. Werde ich jetzt einfach mal nur zu Testzwecken natürlich, wenn ich dann mal diesen netten kleinen Hirten hier, der schon vor Panik weglaufen möchte. Ja komm, hau ab. Oder möchtest du mal mein Sägeblatt von nahem sehen? Oh, ja, das kann man durchaus tun. Was man noch, worauf man achten sollte, ist die Steering Wheels hier. Wenn man sie zu weit einschlägt, passiert nämlich das,
Die haben keinen Todpunkt, die bohren sich einfach radikal in die eigene Maschine ein. Und damit ist dieses mechanische Meisterwerk eigentlich hinüber, wenn man das so will. Also werde ich das nur neu starten müssen. So, natürlich jetzt wieder der nette Bauernsmensch oder der nette Hirte. Da fällt mir schon die erste Säge ab. Der nette Bauernmensch hier, der muss natürlich wieder dran glauben. Ich habe es gerade gesagt, ne, von wegen passt auf die Sägen auf, aber den kann man natürlich auch überfahren. Das ist also nicht so weiter tragisch. So, ich habe ja noch meinen Flammenwerfer, den ich jetzt gegen diese schwer bewachte Hütte einsetzen werde. Ich glaube, das war nämlich Y, um damit ja auch die Schafe in Brand zu stecken, die dann auf mich zugelaufen kommen. Und platzen. Schön. Hervorragend. Ja, damit habe ich die erste Zone quasi beendet. Habe auch nur 41 Minuten gebraucht. Habe ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mein Handy hat gerade geklingelt. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Zum kleinen Review von Besiege oder Besiege. Von mir eine klare Kaufempfehlung, wenn man mal so zwischendurch ein Spiel sucht, was man mal eben anwerfen kann. Das braucht auch keine Installation, es läuft quasi direkt aus der Excel, zumindest die Version, die ich habe, von Humble Bumble. DRM-Free kann ich jedem nur empfehlen, wer nicht unbedingt sein Geld Steam in den Rachen werfen möchte. Man bekommt bei Humble Bumble durchaus noch einen Steam Key mit dabei, neben der DRM-Free Version. Auf jeden Fall die 6,09, die 6,99 Dollar. Hinterhergeschmissen. Ist auf jeden Fall es wert, es später auch weiter zu beobachten. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr gerade noch Lust und Zeit habt, schaut auch mal meine anderen Videos auf meinem Kanal an. Ansonsten denke ich mal, sieht man sich beim nächsten Review, beziehungsweise vielleicht auch später bei einer Besiege oder Besiege Staffel auf meinem Kanal.